Oh, ich habe heute überhaupt gar keinen Bock auf Schule. Na, ganz ehrlich, Sandy, wer hat denn Bock auf Schule? Ja, vermutlich niemand. Aber ganz ehrlich, ich liebe meinen kleinen Bruder wirklich sehr. Aber der schreit jede Nacht. Jo, ich fühle das echt voll. Ich habe ja auch noch kleine Geschwister und es ist echt anstrengend, wenn die immer heulen. Ich will ja jetzt nicht noch schlechtere Laune verbreiten, aber haben wir jetzt nicht gleich den Geschichtstest? Also, jetzt gleich? Ja, haben wir. Und es macht meine Laune echt nicht besser. Oh, es hat schon geklingelt. Lass uns mal in die Klasse gehen. Guten Morgen, Klasse. Ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen und seid bereit für unseren Test. Also ich bin nicht bereit für den Test. Könnten wir den dann vielleicht verschieben, wenn wir nicht ausgeschlafen sind? Bitte was, Kevin? Nein, natürlich nicht. Oh, ach so. Ja, dann. Ja, aber bevor wir den Test schreiben, möchte ich euch noch sagen, dass wir morgen eine Klassenfahrt machen. Was, morgen schon? Ja, morgen. Ich weiß, es ist ziemlich kurzfristig, aber in der Parallelklasse ist die Lehrerin ausgefallen und deswegen fahren wir morgen. Aber was, wenn wir so schnell das Geld nicht auftreiben können? Ich sehe schon, ihr Kinder macht euch zu viele Gedanken. Die Klassenfahrt wird von der Schule gestellt. Das bedeutet, ihr müsst gar nichts bezahlen. Also irgendwie bin ich immer noch nicht überzeugt. Auch nicht, wenn ich euch sage, dass wir ins Schloss von Brookhaven fahren? Um was? Da sind wir dabei! Alter, die Mädchen, die hören Schloss und drehen durch. Jo, das wird bestimmt lustig. Am nächsten Tag. Dass ich jetzt nur jeden Tag müde bin, ist echt so anstrengend. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Ah, ja, ich muss mich jetzt dann gleich fertig machen. Sandy? Oh ja, du bist schon wach. Hi, Schatz. Hi, Mama. Ich habe dich schon gehört, dass du wach bist. Ihr habt mich aufgeweckt. Ah ja, Schatz, es tut mir so leid. Möchtest du dann noch Frühstück essen? Also, wir sind ja jetzt eh schon wach. Oh, ja, super gerne, Mama. Und könntest du mir vielleicht was fertig machen? Also, dass ich was mitnehmen kann, was zu trinken, was zu essen? Das wäre super lieb. Natürlich, mein Schatz. Das ist ja das Mindeste, wenn du jede Nacht aufgeweckt wirst, weil dein Bruder so schreit. Okay, ich mache dir gleich Frühstück. Wie kann man denn da eigentlich böse sein? Kann man nicht. Okay, dann putze ich mal meine Zähne. So, hast du wirklich alles? Ja, Mama. Hast du nicht dein Trinken vergessen? Nein, Mama. Was ist mit deiner U-Bahn-Karte? Nein, Mama. Habe ich nicht vergessen. Ich muss jetzt auch gleich los. Oh, es ist bestimmt Kilian. Kilian, ich bin sofort da. Tschüss, kleiner Ben. Tschüss, Mama. Ich mache viele Fotos, okay? Ja, mein Schatz. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Und bist du schon aufgeregt, dass wir heute zum Schloss von Brookhaven fahren? Ja, total. Ich freue mich so. Ich war noch nie im Schloss von Brookhaven. Das wird bestimmt mega. Dachte ich mir doch. Du hast dich ja gestern schon so gefreut. Wollen wir zur U-Bahn? Ja, klar. Boah, ich freue mich schon. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Das wird so toll, Sandy. Ich freue mich schon so. Oh, Ronja, das wird bestimmt super toll. Ich freue mich schon richtig drauf. Guten Morgen, Klasse. Ah, da seid ihr ja schon alle. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch auf den Schulbus warten. Ein paar Sekunden später. Ah, da ist der Schulbus ja schon. Kommt, alle einsteigen. Yay, es geht los. Ich freue mich so. 20 Minuten später. Kommt, lasst uns aussteigen. Bitte bleibt alle zusammen. Können wir reingehen? Es regnet so stark. Wir werden ja alle nass. Ja, einen kleinen Moment. Ich weiß nicht. Also wir haben eigentlich eine Führung, aber hier ist niemand. Moment, ich guck kurz nach. Sehr gut. Kinder, bitte kommt hier alle her. Es ist offen. Kommt rein. Puh. Okay. Das war ja richtig, richtig eklig da draußen. Ich frage mich nur, wo unser Tourguide für die Führung ist. Kinder, wartet hier. Ich guck mich mal schnell um. Boah, Michelle, komm, lass uns auch umsehen. Das ist ja mega cool hier. Und wenn die Lehrerin nicht da ist, komm. Warte, ich komm schon. Okay, Ronja und Michelle sind auch gleich abgehauen. Und unsere Lehrerin ist auch weg. Was machen wir jetzt? Jo, lass uns doch auch umsehen. Das ist doch mega hier. Kilian, komm. Jo, Kevin, warte.
Okay, am besten treffen wir uns hier wieder in 10 Minuten. Bis gleich. Hä? Haben uns die Jungs im Ernst jetzt in dem Schloss alleine gelassen? Das ist echt unfassbar. Aber wir sind ja noch zu zweit. Willst du dich umgucken? Ja, voll gerne. Wo wollen wir anfangen? Mir eigentlich egal. Lass uns einfach mal umsehen, okay? Ja, gute Idee. Warte auf mich, Mila. Wow. Das ist ja hier richtig cool. Guck mal, wir uns hier hinsetzen dürfen? Bestimmt nicht. Aber lass es uns trotzdem machen. Ist ja gerade eh niemand da. Prinzessin Mila und Prinzessin Sandy. Du spinnst doch. Komm, lass doch woanders hingehen. Da hinten sind die Mädchen und ich glaube, die Jungs habe ich auch gesehen. Wollen wir in den ersten Stock hochgehen? Da sind vielleicht die Schlafzimmer. Cool, komm. Wow, das Schloss ist wirklich wunderschön. Aber sag mal, wo ist eigentlich unsere Lehrerin hin? Hä, ist doch egal. Komm, lass mal in das erste Zimmer gehen. Was, ist egal? Warte, Mila. Das ist hier eigentlich echt schön, oder? Ja, hier sieht's aus, als wenn hier eine richtige Prinzessin leben würde. Richtig toll. Hilfe. Sandy, hast du das gehört? Ja. Da hat jemand gerade Hilfe geschrien, oder? Oh Gott, Mila. Ist hier jemand gefangen? Was machen wir denn jetzt? Wir müssen demjenigen helfen. Komm. Wie meinst du das, wir müssen demjenigen helfen? Wir wissen doch gar nicht, wo derjenige ist. Mila, jetzt warte doch. Komm halt jetzt, Sandy. Am besten gehen wir vorsichtig vor. Komm, ganz vorsichtig. Ach du grüne Neune, das war vielleicht doch keine gute Idee, hierher zu kommen. Hilfe. Hast du das gehört? Ich glaube, das kommt von hier unten. Komm, Mila. Sandy, bist du dir sicher, dass wir hier alleine sein sollten? Vielleicht sollten wir doch die Jungs holen. Ja, weiß ich nicht. Was wollen die denn machen? Komm, ist es... Warte. Ich glaube, es ist hier der Keller. Sandy, ganz ehrlich, sollen wir nicht lieber Kilian holen und Kevin? Dass die gucken, was da unten im Keller ist? Nein, dann lachen die uns nur aus. Komm jetzt. Ja, toll. Wahrscheinlich werden wir jetzt gegessen. Hilfe. So hilft mir doch jemand. Hast du das gehört? Da braucht jemand Hilfe. Und es kommt auch sicherlich von hier. Komm, Mila, hilf mir. Mila, Mila, komm hierher. Ich hab sie gefunden. Sandy, was? Oh mein Gott. Wir müssten ihr helfen. Mila, bleibst du bei ihr? Ich hol Hilfe, okay? Ja, geh. Such unsere Lehrerin. Okay, mach ich. Wir helfen. Oh Gott. Ein paar Sekunden später. Frau Gerner, wo sind Sie? Da ist sie. Frau Gerner, Frau Gerner. Ja, genau, hier ist niemand. Sandy, was ist denn los? Frau Gerner, wir haben den Tourguide gefunden. Die ist unten im Dungeon. Sandy, ich bin jetzt wirklich nicht aufgelegt für Scherze. Aber das ist kein Scherz. Ich verspreche es, bitte. Kommen Sie mit, bitte. Oh je, das klingt alles sehr ernst. Warte, ich rufe als allererstes einen Krankenwagen an. Und dann komme ich runter. Du hast gesagt, ganz unten im Keller? Ja, ja, ich suche jetzt Kilian und Kevin, dass die Frau vielleicht hochtragen können. Kilian? Kevin? Wo seid ihr? Sandy, was ist denn los? Kilian, es ist was Schlimmes passiert. Was? Was ist denn passiert? Könnt ihr beide bitte mitkommen? Wir brauchen dringend Hilfe. Was? Oh mein Gott. Kevin, komm schnell mit. Wir müssen helfen. So, was haben wir hier? Oh, ich sehe schon. Wir brauchen eine Trage. Kleinen Moment. Ich helfe, sie auf die Trage zu bringen. Ich hoffe, ihnen geht's bald besser. Keine Sorge. Wir kümmern uns gut um sie. Ja, okay. Alles klar. Oh, ich befürchte, unser Klassenausflug ist abgebrochen. Kinder, es tut mir leid, aber unser Klassenausflug ist hiermit beendet. Wir werden jetzt dann gleich abgeholt. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls es dir gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!